Wie ich euch schon erzählt habe, eigentlich, wir werden heute einen Backflip lernen. Oh, oh shit! Chat, der Parkour-Lehrer ist da. Wie ich euch schon erzählt habe, eigentlich, wir werden heute einen Backflip lernen und dann werden wir eine kleine Interviewrunde machen. Wir probieren es so gut, wie es geht. Ja, hallo zusammen, ich bin der Oskar. Man nennt mich auch Oski. Oder im Parkour bei uns nennen wir mich auch Kangaroo, weil ich gerne mit den Beinen. Keine Ahnung. Okay. Für mich. Ja, recht weit kumpen kann. Und ja, ich mache Parkour jetzt seit über 10 Jahren. Jetzt seit über 5 Jahren auch am Unterrichten regelmäßig. Mhm. Ja, und wir zeigen dir heute, wie ein Backflip geht. Genau, ja. Mal weg. Denkst du, die Wand ist gut oder ist etwas wenig hoch? Hey, easy. Ja? Ja, das ist also gut. Ich bin jetzt nicht so gross. Nein, ist gut, Auch für mich zum Backflip machen ist gut. Wie bist du auf das gekommen? So? Ich habe früher Karate gemacht. Ah ja. Und ein Kollege von mir, der eben am Karate ist, hat dort aufs Mal so Flips gemacht, so Saltos. Und ich so dachte, das würde ich auch gerne können. Weißt? Mein Ziel ist einfach, einen Backflip können zu machen. Das wäre cool. Wie jetzt dein Ziel auch einen Backflip machen ist. So, ich hätte gedacht, du startest schon mal rein. He? Du kannst mir vielleicht mal zeigen, wie ich am besten vorgehen soll und was so ein bisschen die wichtigsten Sachen sind. Mhm. Ja, genau. Unbedingt. Also immer bevor man Parkour trainiert oder jetzt eben für einen Backflip, ist es mega wichtig, dass du deine Gelenke eingewärmt hast. Okay. Zeige dir noch was. Oh shit, was okay. Du hast eigentlich drei Phasen im Backflip. Du hast die Steigungsphase, wo du am Anfang aufziehst. Dann hast du eine Rotationsphase, wo du das Bein anziehst, also das Knie an die Schulter bringst. Und am Schluss wird die schöne, ich bin jetzt ein bisschen hintergefallen, aber eigentlich die schöne Landung. Du hast eigentlich die Füße mal gerade halten so. Und hast die Arme einfach da oben und gehst einfach mal so. Ich knie an. Genau. Und dann nachher brauchst du die Arme zum Aufziehen und das Bein gleichzeitig, wo der da machen. Genau. Jetzt mal mit dem Bein brauchen, also jetzt nicht mehr gestreckt lassen, sondern runtergehen und wirklich da. Ah, mit dem Bein jetzt? Mit dem Bein jetzt, ja. Genau. Wenn wir Backflip machen, dann werden wir eigentlich mit dem Oberkörper gerade bleiben. Der Oberkörper macht eigentlich nichts. Wenn wir da jetzt in der Luft sind, sind es eigentlich nur die Beine, die da kommen. Das Knie kommt zu den Schultern und der Fuß probiert auch möglichst über den Kopf zu kommen. Okay, stehst du mal oben drauf? Also schon so Backflip Position. Genau, schon so. Ist es okay für dich, wenn ich dich anlande? Ja, das ist okay. Hast du mein Consent? Du musst jetzt einfach gar noch nicht fest abgumpen, sondern einfach nur da oben sein, hinter lehnen und dann, sobald ich jetzt sage, musst du Beine anziehen. Du bist fein, oder? Ich hätte dich da an der Schulter. Ja, komm jetzt und dann das. Und dann einfach so und dann. Ja, genau, mach einfach mal so. Jetzt! Oh shit, okay. Das ist schon im Backflip, aber. Oh, damn, was mega ungewohnt. Also jetzt nochmal mehr Schwung oder mehr Höhe? Beste beides. Okay, damn. Jetzt haben wir etwas gehabt, vielleicht haben es die gesehen. Du hast es so gemacht und hast überall geschaut. Aha. Sobald du irgendwo überall schaust, fängst du an in die Richtung zu drehen. Ja. Genau. Also und muss ich sagen, ist vielleicht schlau, wenn du da oben stehst, da in die Ecken rein schaust und der Fokus eigentlich kalt ist, bis der Körper von alleine rein dreht. Okay. Sauber! Das ist jetzt halt ein bisschen Patchen, weil du recht hoch bist. Aber Bewegung. Okay. Ist schön gewesen. 2, 1, Yes. Okay, der ist noch schlecht. Der ist noch schlecht, ja. Der ist aber. Zack. Und dann gehen wir auf. 2, 1. Oh, shit. Oh, shit. Das war tough. Ey, viel schöner als vorne runter.
Jetzt habe ich auch. Ich kann es voll durchgehen. Ja. Wenn du nochmal so einen schönen machst, fange ich an, dich weniger heben. Ja. Also ich bin immer noch genau gleich da, aber du wirklich nur dann heben und aufziehen, wenn es sich wirklich braucht. Okay. Und soll ich es mal probieren, auch so den machen oder soll ich einfach mal. Kannst du machen, ja. Zwei, eins. Viel schöner. Okay. Ja. Das ist vielleicht auch, weil du vielleicht vorher da irgendwas gemacht hast, wenn du jetzt da schön beieinander hast. Ja, hilft dir vielleicht auch beim nächsten Mal. So, ja, ein bisschen mehr anziehen, ja. Ja. Ja, schön. Jetzt kannst du wirklich mal probieren, ohne Hände den Boden berühren. Du kannst die Hände da vorne nehmen. Beieinander, ja. Okay. Ah, fuck. Hast du berührt? Ja. Das ist... Jean-André, heb die Jacke auf. Schön. Okay. Schön. Damit soll wirklich da 100% jetzt gehen, Dani. Ja. Zack, dann ich unbedingt wieder den und dann noch. Okay. Oh, yeah. Shit. Zeigst du, wenn du parat bist, ohne Matte? Dann machen wir noch einmal mit. Okay. Es ist einfach der Absprung, der dann anders ist. Da hast du wirklich einen härteren Absprung weiter. Eins. Oh, ja, okay. Weg mit der Matte. Oh, okay. Damn. Drei, zwei, eins. Wie geht's dir, Fies? Gut. Nicht attached. Nein. Gut. Aber du hebst noch viel, oder schon? Ja, ich hebe schon noch. Gut. Aber eben. Ja. Bewegung und alles ist gut. Ist gut. Ja. Jetzt hast du Backflip in einer Stunde gelernt. Oh, okay. Attached. Jetzt habe ich weniger gehebt. Ja. Ja, mach's gut. Machst du einen? Ich und der Schlange. Ja, machst du noch einen. Oh shit! Jetzt ist es gegangen. Okay, bei dir sieht es aber schon schneller aus. Es macht ja wirklich BAM! Ja, ich mach's auch schon. Haben wir es im Video gesehen? Bei mir ist es so wirklich so ein. So wie so fast Slow-Mo, ja. Eben, ich mach's auch schon. Ja. Ich habe schon mehr gemacht als du. Okay, last but not least, hä? Oh, okay, scheiße. Ha, okay. Machst du noch einen? Ja, bin ich wieder dran. Du bist wieder dran. Gehst nochmal super Power. Soll ich noch einen machen? Landung. Oh! Damn! Oh, das ist crazy. Sehr schön. Shit! Tight. Das war es eigentlich schon gewesen für heute. Ja, merci mal, dass du gekommen bist. Wir checken jetzt schnell aus, wo man die Kurs kann, sagen wir mal, buchen oder mitmachen. Könnt ihr den Boy auschecken? Ja, jeden Tag bin ich ins Video aufladen. Voll, ich hab's gesehen, Alter. Merci mal, dass du gekommen bist. Hat mich mega gefreut. Gerne, ja. Cool, dass wir das so, ja. Dass wir das so geschafft haben. Ich dachte so, Backflip. Eben kommt darauf an, wie du drauf bist. Ja. Aber ja, jetzt haben wir eine Stunde gebraucht und hast einen Backflip da. Ja, mit Hilfe natürlich, aber ja, es hat nicht schlecht ausgesehen. Ja. Sollen wir mal... Nein, ich probiere keinen einfach so ohne Hilfe, Alter. Sollen wir mal einen tryen? Mit Matratze. Mit Matratze kann ja nicht viel passieren, oder? Komm, fuck it, Alter. Wir schrauben es, glaube ich. Come on, Alter. Wir haben das nicht gestartet, um einfach so können. Wie wenn ich einen Backflip können, oder? Ich meine, der Speed kann einen Backflip. Der Duke kann einen Backflip. Wieso kann ich das nicht? Come on, Chat. Lock in, bruh. 3. 2. Fuck, okay, warte, okay. Scheiß, Frau, ich kann schiessen, Alter. Okay, fuck, damn. Okay. Oh, Alter. Du bist Pussy, Alter. I'm not a Pussy, bruh. 3, 2, 1. Oh, hell no! We in the stool, nigga, we grindin'. Spittin' the bars, we in the stool, nigga, we grindin'.
We go to charge, pull up for you, nigga, we slide. Gonna take you home.